Hallo, heute geht es ums Microblading, zumindest im ersten Teil des Videos. Im zweiten gebe ich euch nochmal so ein bisschen Update, wie immer, was gerade zur Sache ist. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, Microblading machen zu wollen. Ich habe darüber sehr lange nachgedacht, so ein gutes Jahr, sehr intensiv nachgedacht. Und jetzt habe ich endlich einen Termin, das machen zu lassen. Und wollte euch ein bisschen darüber erzählen, weil mich das gerade sehr interessiert und beschäftigt, das Thema. Und ich dachte, das ist doch mal ein gutes Thema, worüber man einfach mal so quatschen kann in einem ASMR-Video. Genau. Also für die unter euch, die nicht wissen, was Microblading ist eine Permanent Make-up-Technik. Dabei werden, also es geht um die Augenbrauen, ja. Dabei werden feine kleine Härchen eingezeichnet, damit es möglichst natürlich aussieht, als wären da halt richtige Haare, aber sie sind eigentlich nur so sozusagen eintätowiert, aber es ist kein richtiges Tattoo. Denn man benutzt beim Microblading keine Tätowiermaschine, sondern ein spezielles Werkzeug, was per Hand benutzt wird. Also es heißt ja Microblading, aber es ist keine Klinge, Blade heißt ja Klinge. Es ist aber keine Klinge, sondern es ist, da sind einige kleine Nadeln dran, kleine, sehr spitze Nadeln. Und damit wird die Haut geöffnet und die Farbe reingebracht. Man geht beim Microblading nur bis in die zweite Hautschicht. Nicht so tief wie beim Tätowieren. Und das hat zur Folge, dass Microblading auch nicht ganz so lange hält. Die Farbe fällt dann nicht raus oder so, sondern sie wird vom Körper verstoffwechselt. Und irgendwann, so nach 2 Jahren, heißt es so, bei manchen hält es ein bisschen länger, bei manchen fällt auch nicht so lang. Das ist ganz individuell. Aber dann so nach ungefähr 2 Jahren wird die Farbe langsam blasser werden und dann irgendwann verschwinden. Man kann dann halt nachbehandeln lassen, ganz normal. Also, dass man das dann auffrischen lässt. Verzeihung. Oder man lässt es halt einfach verschwinden. Und das finde ich eigentlich ganz gut, da es ja im Gesicht ist. Und ich vielleicht irgendwann sage, boah, eigentlich weiß ich nicht, möchte ich das nicht mehr haben. Dann kann man es einfach verschwinden lassen. Man muss da nicht mit Laser dran gehen an den Augen. So, das muss ja nicht sein. Genau. Also das klingt natürlich erstmal alles sehr schmerzhaft, da die Haut so aufzuritzen. Es ist so, sie hat mir gesagt, dass die meisten das vergleichen so mit Augenbrauenzupfen. Weil es ist natürlich unangenehm. Es ist nicht so, dass man davon nichts merkt. Es ist unangenehm und es zwickt und es zieht ein bisschen. Für jeden ist das natürlich unterschiedlich. Das Schmerzempfinden von jedem Menschen ist unterschiedlich. Aber es wird halt die erste Runde reingeritzt und dann wird eine betäubende Creme aufgetragen. Die dürfen einem nichts spritzen, weil es sind ja keine Ärzte oder Krankenschwestern oder was auch immer. Sie dürfen sie nicht spritzen, sie dürfen aber eine betäubende Creme auftragen. Aber erst nach der ersten Runde. Nach der ersten Behandlung sozusagen. Weil die Haut, ich habe momentan so ganz kratzigen Hals, jetzt gerade, weiß ich auch nicht, naja, völlig egal. Die Haut schwemmt nämlich sonst so auf durch diese Creme wohl irgendwie und dann kann sie nicht mehr so präzise die Härchen ziehen. Und das soll sie ja bitte und deswegen kann sie das erst nach der ersten Behandlung auftragen und dann geht sie wohl nochmal drüber, wie genau sie das jetzt macht. Ist dann irgendwo, wie sie jetzt arbeitet. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Ich muss mich nochmal ganz kurz räuspern, es tut mir so leid. Yeah. Wieder mal ganz der Profi heute. Ja. Ja, und dann wird die Farbe so ein bisschen reingedrückt. Sie meinte, das ist nochmal unangenehm, auch wenn, also es, du wirst nicht mehr viel merken, sobald die Creme drauf ist, aber das ist nochmal unangenehm, wenn die Farbe dann so reingedrückt wird halt. Also letztendlich, ich weiß gar nicht so genau, wie es danach ist. Sie wird das dann ja reinritzen mit der Farbe auf der Klinge, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird das dann nochmal so, dann wischt sie da mit der Farbe nochmal so drüber, damit es richtig reingedrückt. Ja, klingt ein bisschen brutal, aber ich glaube, das wird nur halb so schlimm. Ich werde es überleben, also ich denke mal, das wird es auch wert sein. Genau. Apropos wert,
so eine Microblading-Behandlung ist nicht ganz billig. Auch wenn es nur ein sehr kleines Tattoo ist sozusagen, es ist trotzdem sehr, sehr teuer. Es kostet so 300 bis 400 Euro. Also unter 300, finde ich, habe ich eigentlich selten was gefunden. Und dann werde ich auch schon ziemlich misstrauisch irgendwie. Weil zum Microblading gehören halt einige Dinge. Und zwar die Zeit. Die Behandlung dauert ziemlich lange. Nicht nur wegen des Einritzens, sondern auch, weil sie dir natürlich erstmal dein Gesicht erstmal ausmessen. Also sie messen dir die Augenbrauen aus, nach deiner Gesichtsstruktur, deiner Knochenstruktur wird man das einzeichnen. Und dann kann ich halt sagen, ja, ich hätte es gerne ein bisschen dünner, ein bisschen dicker, ein bisschen länger, was auch immer. Ich kann dann immer noch sagen, wie ich es gerne hätte. Und danach zeichnen sie es dann erst ein. Und dann wird man die Farbe nochmal durchsprechen. Das dauert halt eine Weile. Es ist halt eine sehr präzise Arbeit. Das muss sehr genau gemacht werden. Dann gehört eben dazu, dass diese V-Brow Artists, so nennt man das, V-Brow, was auch immer, die machen halt Workshops und Kurse und solche Geschichten mehrmals im Jahr. Und die sind auch sehr, sehr teuer, diese Workshops. Und du hast halt eben auch steriles, professionelles Werkzeug. Und das kostet halt eben alles. Und deswegen muss man da schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Wenn es jetzt nur so 150 Euro kostet, wäre ich schon ein bisschen skeptisch. Es sei denn, das ist irgendwie so eine Art Special, wo irgendwas reduziert ist. Keine Ahnung. Aber ich sag mal so 300 bis 400 Euro kann man mit einrechnen. Dann gibt es halt noch so Studios, wo das dann irgend so ein voll der Special-Profi macht oder was. Dann kostet das mal 500 Euro, aber das muss ja nicht unbedingt sein. Ich würde mir auf jeden Fall, bevor ich einen Termin zur richtigen Behandlung machen lasse, würde ich erstmal mir einen Beratungstermin geben lassen. Das habe ich halt auch gemacht, um mir das Studio anzuschauen. Ist das Studio sauber? Macht es auf mich einen guten Eindruck? Es ist stilvoll eingerichtet. Ich finde, das sagt auch immer schon sehr viel aus. Hat sie irgendwelche Diplome, irgendwelche Workshops, sowas an der Wand hängen? Wie ist die Internetseite aufgebaut? Das sagt auch immer schon sehr viel aus. Hat sie Instagram? Sind da Vorher-Nachher-Bilder? Wie ist sie bewertet? Auf Google zum Beispiel? Hat sie viele gute Bewertungen bekommen? Das ist auch sehr wichtig. Also das habe ich alles gemacht, bevor ich da einen Termin gemacht habe zur Beratung. Und dann habe ich mir halt jetzt ihren Shop angeguckt, ihr Studio. Und es war sehr klein, aber muss ja auch nicht riesig sein. Sie macht das da ja alleine. Und es macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Und sauber, stilvoll. Sie war super nett, super süß. Ganz nette Frau. Und deswegen habe ich dann gleich gesagt, lass uns einen Termin machen. Ende des Monats, am 30.09. habe ich den Termin. Und dann wollen wir mal schauen, was dann so dabei rauskommt. Ich habe mich halt dafür entschieden, für die natürliche Variante. Es gibt noch eine andere Technik, die heißt Powder Brows. Und die wird auch mit einer Tätowiermaschine gemacht. Und ich weiß nicht, für diejenigen, die sich die Augenbrauen schminken, ihr wisst ja, wie es dann aussieht. Also ich bin niemand, der jetzt irgendwie jeden Tag einzelne Härchen aufmalt, sondern ich habe so ein Zeugs, das hält dann auch ein paar Tage. Und das klatsche ich dann da drauf und fertig ist die Lauge. Oder man nimmt halt einen Augenbrauenstift oder einen Augenbrauenpuder. Aber es ist halt immer so ein Balken, sag ich mal so, also eine komplett ausgefüllte Augenbraue. Das sind Powder Brows. Die sehen halt wirklich immer so aus, als hättest du sie dir morgens geschminkt. Wenn man das sowas mag, weil ich finde das auch nicht schlecht, ich sehe ja auch immer so aus. Ich bin es halt auch so gewöhnt. Aber ich habe für mich halt gesagt, ich möchte das gern selber entscheiden, weil ich halt auch gar nicht weiß, wie ich aussehe mit natürlichen, vollen Augenbrauen, die natürlich aussehen. Weil ich sowas ja nie hatte. Aber ich würde das gern selber entscheiden, ob ich mit natürlichen Brauen rausgehe oder wenn ich, sagen wir mal, abends frei angehe oder so, kann ich es ja nochmal ein bisschen kräftiger machen. Weil sonst verschwinden sie irgendwie so, wenn ich ein starkes Augen-Make-up habe oder so. Dann müssen die Augenbrauen auch dementsprechend ein bisschen stärker sein, ein bisschen dominanter im Gesicht.
Und dann kann ich das immer noch selber entscheiden. Wenn ich Powder Brows hätte, könnte ich das nicht. Dann hätte ich immer gemachte Augenbrauen sozusagen. Und deswegen habe ich mich halt dann fürs Microblading entschieden. Powder Brows ist ein bisschen günstiger, weil es eben nicht dieses einzelne Haar einritzen ist, sondern du gehst dann mit dieser Tätowiermaschine drüber. Ich denke mal auch, ich weiß es aber nicht genau, ich habe mich da jetzt nicht so informiert, das wird ein bisschen länger halten als Microblading. Aber wie gesagt, wenn ich das dann irgendwann doch noch haben will, so kann ich das ja immer noch machen lassen. Das ist lieber erstmal klein anfangen und dann mehr kann man immer noch machen. Mehr geht hinterher immer noch. Aber dann wieder weniger nehmen. Also wenn man das dann nicht mehr will, das wird dann schwierig. Genau. Das ist so ein bisschen das, was ich so quatschen wollte, was ich über das Microblading bis jetzt weiß. Und ich würde dann hoffentlich, wenn ich das Ganze dann gemacht habe oder hab machen lassen und das abgeheilt ist, dann würde ich nochmal ein Video machen mit einem Vorher-Nachher-Bild und wie es für mich war, wie ich das so erlebt habe, ob ich zufrieden bin, und das hoffe ich. Und ja, wie es so für mich ist, das würde ich dann machen, sobald es alles abgeheilt ist. So, es dauert so, ja, 2 bis 3 Wochen. So nach frühestens 4 Wochen kann man dann schauen, ob man nochmal eine Nachbehandlung braucht, weil die Farbe nicht hundertprozentig gehalten hat. Es kann mal passieren, dass die Farbe nicht so gut reingegangen ist, weil man, ach, weiß ich auch nicht, das kommt aber auf den Hauttyp an und generell wahrscheinlich auch auf die Sternkonstellation, wer weiß das schon so genau. Und dann muss man nochmal eine kleine Nachbehandlung haben, wo nochmal nachbehandelt wird. Das Wort macht irgendwo schon Sinn, ohne dass man das erklärt. Wird man dann sehen. Das ist dann frühestens 4 Wochen nach der Behandlung, spätestens 12. Und dann mal gucken. Aber sobald ich hundertprozentig weiß, so bleibt es jetzt für die nächsten 2 Jahre, werde ich euch das Ergebnis zeigen. Genau. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel Neues als Update. Ich bin jetzt im 3. Lehrjahr. Ich bin jetzt im Endspurt sozusagen. Wir hatten keine Zwischenprüfung. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch erzählt hatte. Durch Corona ist die ausgefallen. Ja, aber naja. Also letzten Endes, ich glaube, es wäre ganz gut gewesen, hätten wir eine gehabt. Dann hätte man schon mal so ein bisschen ein Gefühl dafür gekriegt, wie wird die Prüfung, die Abschlussprüfung sein. Dann hätte man schon mal ein bisschen wieder Stoff wiederholt aus dem ersten Lehrjahr. Das werde ich jetzt übers Jahr verteilt so halt langsam wieder aufholen müssen, dass ich alles auf Karteikarten schreibe, alles auseinanderfiesel, einzelne Lernfächer, was ist, wo habe ich Probleme, was ist eigentlich ganz easy. So, ich weiß genau, dass ich Mathe und Rechnen und sowas Probleme haben werde. Das muss ich mir dann jetzt so langsam mal wirklich alles auf Reihe kriegen und dann strukturieren, und dann kann ich auch besser lernen. Ja, aber ansonsten, soweit geht es mir gut. Nur weil ich halt länger nichts hochlade, heißt das ja nicht, dass ich gleich eine Lebenskrise habe oder so. Mir geht es eigentlich ziemlich gut. Meine Wohnung gefällt mir sehr gut, so wie sie jetzt ist. Sie ist zwar immer noch sehr klein, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich fühle mich hier sehr wohl und ja, es geht mir eigentlich sehr gut. Daran sieht man einfach mal, dass man, auch wenn man denkt, es ist alles schlimm, dass es alles wieder gut wird. Ich weiß noch, wie überdramatisch und unglücklich ich war am Anfang, als ich hierher gezogen bin. Und jetzt denke ich mir so, ach naja, ob ich jetzt mal einen Monat lang nicht zu Hause bin. Ich hätte jetzt zum Beispiel dieses Wochenende nach Hause fahren können, aber ich habe es nicht gemacht, weil mir das zu viel hin und her gefahren war. Und dann habe ich gesagt, ach, bleibe ich halt hier. Wäre am Anfang, hätte ich das nie gemacht. Da wäre ich am liebsten jedes Wochenende nach Hause gefahren. Jetzt macht mir das nicht mehr so viel aus. Ich bin immer noch sehr, sehr gern zu Hause. Aber ich kann es auch mal, dass ich einen Monat lang hier bin und dann fahre ich halt erst wieder nach Hause. Ja, ansonsten es ist alles wie gehabt. Ich bin nach wie vor überzeugter Single. Das heißt überzeugter Single. Also ich bin halt, ja, endloser Single. Ich finde aber auch, es ist momentan sehr schwer, jemanden kennenzulernen. Also, na, das heißt momentan, ich bin, und das gebe ich jetzt einfach mal auf und zu, bei Lavo und Tinder angemeldet. Hauptsächlich aus Langeweile, weil
Das ist ganz lustig, mit irgendwelchen Leuten random zu schreiben. Aber irgendwie, also ich glaube, also den Mann fürs Leben werde ich da nicht finden. Dafür ist es ja auch nicht gedacht in dem Sinne, ne? Aber wenn wir mal realistisch sind, so ist das halt eben. Ich bin da aber zuversichtlich, dass ich irgendwann, irgendwo wird mir schon einer über den Weg laufen, der es mit mir aushält. Genau. Aber ich bin was sonst eigentlich ganz happy. Bin so recht zufrieden. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh nein, ich fühle mich so einsam oder so. Ich kann auch mal sehr guten Wochenende allein verbringen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man Zeit mit sich selbst verbringen kann. Es ist natürlich etwas, woran man sich gewöhnen muss, wenn man jetzt frisch von zu Hause ausgezogen ist, wenn man mit zwei Geschwistern zusammen gewohnt hat und Full House immer, dann wohnt man plötzlich in der eigenen Wohnung ganz allein. Es ist schon was anderes. Aber man gewöhnt sich daran. Und es ist auch eigentlich echt angenehm, wenn man wirklich mal komplett für sich ist und seine Ruhe hat. Und ich glaube, wenn man es nicht mit sich alleine aushält, ist es schwierig. Also natürlich kann man den Wunsch haben, gerne mit Leuten zusammen zu sein und dass man gerne Zeit mit anderen verbringt. Aber wenn es für einen voll die Katastrophe ist, wenn man mal ein Wochenende alleine ist, ich glaube, das ist auch nicht ganz gesund. Deswegen, ja. Aber das ist bei mir nicht so. Mir geht es ganz gut soweit. Und ich hoffe, euch geht es auch gut. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich bin es. Und wir sehen uns dann oder hören uns auf jeden Fall am 30. Also nach dem 30. meine ich. Also ja, so 4 Wochen danach. Vielleicht lade ich ja vorher noch ein Video hoch. Mal schauen. Ich weiß das noch nicht genau. Ich möchte halt keine Versprechung machen. Ihr kennt mich ja. Aber ich glaube, diejenigen, die mich jetzt noch abonniert haben und meine Videos immer noch gerne schauen, sind so der harte Kern der Menschen, die mich halt so akzeptieren, wie ich bin. Sehr sprunghaft, flatterhaft und irgendwie ein bisschen unberechenbar. Aber ich bin euch trotzdem nach wie vor sehr dankbar für diejenigen, die halt immer noch da sind und freue mich über jeden, der mich auch neu abonniert, obwohl ich seit Monaten nicht hochgeladen habe. Naja, ich wünsche euch nur das Beste. Und wir sehen uns dann wieder oder hören uns dann, wenn meine Augenbrauen auf meinem Gesicht verewigt sind für die nächsten 2 Jahre. Ja, dann bis dann. Tschüss.